Willkommen zurück zu Earthbound. Wir sind hier in Summers, gucken uns ganz kurz mal auf der Karte an. Und ihr seht, Summers geht einfach von ganz links nach ganz rechts. Also die obere rechte Hälfte geht dann mit der unteren linken weiter, ist klar, ne? Also wie ein Strich, eine Stadt wie ein Strich. Darf man auch nicht falsch verstehen. Ich würde ja im Laden mir neue Sachen kaufen, aber ich habe leider immer noch den Bug, dass es immer dieselben Sachen zu kaufen gibt. Es bleibt nur zu hoffen und beten, dass wir da nicht wichtige Sachen kaufen müssen. Und es sind nur Ausrüstungsgegenstände. Das ist schlimm genug. Club Spade? Das ist nicht der Spade Club. Bitte geh weiter. Okay, sehr merkwürdig. Dann gehen wir halt hier. Was haben wir hier? Museum? Wenn dir langweilig ist, geh doch mal ins Garabar Kulturmuseum. Es könnte sehr hilfreich sein. Sie haben die Hieroglyphen einer Pyramide. Jupp, aber da müssen wir erst später hin. Also noch weiter. Ich weiß, dass hier alles in Ordnung ist. Ein weiterer schöner Tag. Summers hat nur sonnige Tage. Oh, yeah. Krankenhaus. Ja, aber in Summers sind wir relativ schnell fertig. Dann sind wir jetzt hier am Hafen. Die Hafenstadt Toto liegt im Osten. Nein, nein, ich bin kein Infoschild. Du benimmst dich aber wie eines. Um nach Scaraba zu kommen, musst du über das Meer. Aber ein Monster namens Kraken macht die See unsicher. Er greift vorbeifahrende Schiffe an. Hast du Angst? Ja! Total. Es geht hier. Hinter dem Meer liegt eine Stadt namens Scaraba. Eine mysteriöse Stadt. Meine Traumstadt. Na, das freut mich doch. Summers gibt's nicht viel zu erledigen. Soll das ein Fauchen darstellen? Oh, ein Laden, okay. Hey, mal sehen, ob der andere Sachen verkauft oder immer noch dieselben. Ich habe übrigens auch probiert auf Englisch, auf mit Reset, mit Speichern, Save State, was weiß ich nicht alles. Leider immer dieselben Sachen. Ich habe die Münze der Stiller gekauft und ausgerüstet, aber hoffen wir wirklich, dass keine spielentscheidenden Items gekauft werden müssen. So, noch ein paar Häuser. Zwei Eingänge. Ich bin ein Grabräuber. Ich hatte Angst vor der Pyramide in Scaraba, also bin ich nicht reingegangen. Aber ich erzähle den Leuten, dass ich ein mumienähnliches Monster mit eigenen Augen gesehen habe. Oh, 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 oh. Ist ja ein ganz, ganz böser. Und hier? Kennst du den Spade Club in Summers? Man muss eine geheime Nummer anrufen, um eine Mitgliedskarte zu bekommen. Was? Ja, ich gebe dir die geheime Nummer. Aber ich warne dich, dieser Ort ist merkwürdig. Cool, wir haben die Nummer, um in den Spade Club zu kommen. Und jemand ruft an. Hallo, Jeff. Oh, welch schöner Tag. Endlich erreiche ich dich. Oh, Jeff, ich bin's, Tony. Ich sammle Spielernamen für ein Schulprojekt. Du weißt schon, Spieler wie dich. Ja, richtig, du, der den Controller in der Hand hält. Würdest du bitte deinen Namen registrieren? Aber schreib ihn bitte richtig. Oh, register your name, please. Haben Sie da was vergessen? Ich weiß auch, für was das gut ist. Okay. Nicht Let's Play Markus oder so, sondern einfach nur Markus. Ich weiß, für was das ist. Da denkt man jetzt eh nicht dran, aber ich weiß trotzdem. Danke, Spieler. Vielen Dank. Es ist korrekt so. Ja, das ist korrekt. Alter. Ich entschuldige mich, wenn ich dich bei etwas gestört haben sollte. Lenke meinen Freund Jeff nicht in gefährliche Situationen, okay? Ich mache mich Sorgen um ihn, wirklich. Nun, wir sprechen uns später. Jeff, ich hoffe, wir sehen uns, wenn es wieder besser geht. Von Tony. Verstanden? Naja, ich telefoniere schon zu lange. Ich muss dann mal. Viel Glück. Pass dich auf. Bis dann. Dieses Mal leg ich wirklich auf. Tschüss, Dude. Oh mein Gott. Miau. Was? Wegen Kraken will ich nicht zur See fahren. Ich meine, jeder normale Mensch würde so handeln. Ob, dann haben wir alles Wichtige, ne? Ja, das sind nur noch leere Häuser. Wir müssen jetzt den Spade Club mal telefonisch kontaktieren. Willst du mit dem Boot fahren? Ja. Ich fühle mich nicht danach, mit dem Schiff zu fahren. Ich mache mir Sorgen um meine Frau. Ich habe Angst vor dem Kraken. Meine Frau hat ihr Magiekuchengeschäft völlig vernachlässigt. Heutzutage hängt sie nur noch in seltsamen Clubs herum. Wir haben keine geheimen gemeinsamen Interessen mehr. Ist unsere Beziehung zu Ende? Merkwürdige Clubs, ne? Ich werde mich um deine Frau kümmern und rette deine Beziehung. Ich versuch's zumindest. Ich kann nur retten, was noch zu retten ist. Hier ist ein Telefon, also. Spade Club.
Hallo, hier ist das Spade Club. Oh, Ness, Sir, möchten Sie Mitglied werden? Natürlich wollen Sie. Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. Danke, Klick. Tut. Okay, jetzt können wir reingehen in den Club. Ja, so wird's gemacht. Aber was ist der Spade Club für ein spaciger, merkwürdiger Club? Was geht da ab? Ich meine, wenn Kinder da rein dürfen, dann kann schon mal nichts Unmoralisches sein, aber was ist es, ja? Oh, Straßenschild! Jetzt habe ich echt nicht damit da gerechnet, dass ein Straßenschild mich attackiert. Mit einem bösen Taxi. Ist beschleunigt. Hör auf mit deiner Paralyse. Oh, Jeff gelähmt. Das gibt's doch nicht. Ich greife nur normal an. Solange ich das noch kann. Später mit schlechten Ausrüstungs-Items. Das ist übel. Also. So, hau drauf. Was? Total im Eimer. Hey, Jeff hat noch ein HP. Yeah, durch seinen Mut. Wir haben irgendwas gegen Paralyse. Naja, komm, wir gehen erstmal weiter. Club Spade. Es ist so spät. Diktaktisch gesprochen scheinen grauenvolle Beweise die Tatsache zu explizieren, dass deine Verstöße gegen die Entropie meiner Raumzeitsynthese unterstützen. Davon bin ich unwiderlegbar überzeugt. Oh. Ja, ich auch. Ich auch. Ihr könntet euch den Zusammenbruch des Kapitalismus nicht vorstellen? Unglaublich. Ja. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Oh, entschuldige, ich hab geschlafen. Weißt du, ich möchte wirklich mal gerne magischen Kuchen essen. Das ist eine sehr mysteriöse Backware. Ich krieg den Kuchen nicht mehr aus meinem Kopf. Es gibt nur eine Frau, die magischen Kuchen machen kann. Sie hängt hier im Club herum. Ja, sie ist da drüben am Eingang. Ach ja, die Ironie und Lehre der Selbstidentifikation ist bla bla bla. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hey, Mr. T. Verstehst nicht, worüber die hier alle reden, oder? Schau nicht, aber ich versuche geduldig mit unseren Kunden umzugehen. Sie bezahlen viel Geld nur für ein Glas Wasser und die Chance auf ein seriöses, intellektuelles Gespräch. Eigentlich ist es einfaches Geld. Willst du etwas trinken? Wir haben allerdings nur Wasser. Die Show, sie hat bereits angefangen. Jeder starrt den Stein auf der Bühne an und philosophiert. Hört sich das nicht bescheuert an? Jupp. Das, also der Stein ist hier der Showmensch, alles klar. Und du bist die Frau von dem Seemann, die jetzt hier nur im merkwürdigen Club rumhängt, obwohl sie magischen Kuchen machen kann? Ich habe mein inneres Ich, mein wahres Selbst erweckt. Die Patrone des Clubs können so stark in ihre Seele blicken, dass sie ein Loch in ihre Psyche brennen. Genau richtig. Ich bin erst so weit, mein inneres Ich, mein wahres Selbst zu erkennen und die Impression in mein Superego zu brennen. Ich möchte diesen Status für immer und ewig aufrechterhalten. Das sagt mir meine Seele. Was, was? Magisch Kuchen? Du bist einen weiten Weg gekommen, um meinen magischen Kuchen zu essen? Ja, klar. Ich verstehe, okay. Warum kommst du nicht einfach zum Stand da drüben am Strand? Aha, der Stand am Strand. Das macht ja Sinn. Dann gehen wir zum Stand am Strand. Das war... Wo nochmal? Wer bist du überhaupt? Ein Mühnervogel. Nüdel. Aber so gut, Ding. Zombies? Wo ist denn der Stand am Strand? Ah, da ist er. So, und hier haben wir auch... Da. Ein magischer Schmetterling. Gut. Ich weiß nicht, wer es dir erzählt hat. Du kannst den ganzen Weg hierher, um meinen Kuchen zu essen? Ich dachte, Kuchenbacken wäre meine wahre Bestimmung. Bingo! Ich habe all meine Zutaten benutzt. Dies ist ein ganz besonderer magischer Kuchen. Ich glaube, der war schlecht. Naja, was hat sie da reingepackt? Was passiert mit uns? Ness hatte einen Traum. Einen sehr klaren, aber auch sehr seltsamen Traum. Und das ist jetzt quasi Ness-Traum, aber irgendwie ist er auch Wirklichkeit. Dalam im fernen Osten. Komm doch, die Ösis hier, ja. Aha, der hier so ein altmodischer Tempel. Traditionell. Palast von Puh, dem Kronprinzen. Und er isst gerne Prinzenrolle. Das ist der vierte von vier Auserwählten.
Prinz Puh, die Zeit ist reif für eure letzte Prüfung. Reise zum Palast der Einsamkeit und bestehe diesen letzten Test. Ich bete für deinen Erfolg in dieser letzten Phase deines Trainings. Alles klar, gut, wir sind Puh. Beeil dich. Ja, mal locker, ich werde erstmal hier die Truhen öffnen. Hier Nahrung, hier haben wir Lebensnudeln, alles sehr gut. Und hier ein Stein. Besser als Kalkstein oder Nigerenstein, oder? Nutze die Schätze des Alarms nach eigenem Ermessen. Geh in Frieden. Das machen wir doch gerade. Er ist auf Level 15. Oh mein Gott. Na, immerhin nicht auf Level 1 wie gehabt. Mit Jeff zum Beispiel. Oder mit Paula. Ja, schon auf Level 15. Wow. Prinz Puh, du bist mein Idol. Rotwet. Achso, die ganzen Mädels fahren auf den ab. Warum auch immer. Ja, weil er der Prinz ist, weil er mächtig ist. Was ist Unsterblichkeit? Ist es ewiges Leben? Mal ganz kurz umgucken, was es hier so Schönes zu tun gibt eigentlich. Bin ich mir selbst nicht mehr so ganz im Klaren. Da ist noch ein Fuzzi. Pfeifflöt. Alles klar. Ach, Prinz Puh, es überrascht mich, dass ihr nicht im Training seid. Trainieren scheint alles zu sein, was ihr in letzter Zeit macht. Warum nehmt ihr nicht mal Zeit, mit mir zu spielen? Ich bin so einsam ohne euch. Oh, Interpretationssache. Ich will aber in das Haus rein. Mädel? Bitte komm rein. Sieh dich im Haus um, so viel du willst. Ich bin schon drinne. Und ich nehme einfach mal deine Wasserflasche mit. Genau. Überragend. So, dann haben wir hier. Oh, Prinz Puh, habt ihr Zeit mit mir zu spielen? Nein! Ich wusste es, euer Training hat euch verändert. Ich beneide euch um euer Training. Ah, gut. Ich bin so glücklich, Jubel, Jubel, Freu. Kreischkrühl, Ausflip heißt das. So, da haben wir hier noch ein Häuschen. Noch eine Schabracke. Ich habe gerade Knoblauch geröstet und gegessen, also stinkt das Zimmer immer noch. Das war die Information des Tages. Das werde ich in das Buch für die Nachwelt schreiben. So. Schade, Prinz Po ist in sein Mu-Training vertieft. Ich würde ihm helfen, wenn ich könnte. Mu. Dalam Restaurant, wir akzeptieren Euros. Geh weg. Gehen wir erstmal rein. Hallo, wie kann ich helfen? Was kann ich Ihnen bringen? Schon wieder dasselbe Kram. Natürlich haben die ganz andere Sachen. Ich wünschte, ich könnte meine PP einfach durch Wasser trinken auffüllen, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Hört euch, dass der Prinz das kann. Schätze, ich muss mehr trainieren. Was sind PP eigentlich? Genau. Reismehlsuppe. Und Wasserflasche. Da wird man stark schätzen. Die Wasserflasche füllt unsere PP auf. Hey. Prinz Puh, ihr seid so süß. Wäre krass, im Dorf zu leben, wo alle Weiber total auf einen abfahren, oder? Puh öffnet die Truhe. Delisauce. Ihr wisst, dass alles, was ihr tut, gut ist, oder? Oder? Ups, sagt Prinz Puh, seid ihr immer noch bei den Mädchen so beliebt? Ich halte dafür, ist ein ziemlich gutes Leben. Das ist, klar, so ist es halt, ne? So, was haben wir hier? So seltsam es auch klingen mag, Hasenstatuen blockieren den Weg. Ich hörte, da hat jemand das passende Item. Karottenschlüssel hieß es, oder? Aber Puh muss erstmal hier hin. Dies ist Mu, Heimat des Nichts. Leute, die hier trainieren, müssen zunächst ihren Kopf entleeren. Wenn eure Gedanken leer sind und ihr die wahre Bedeutung von Mu erkennt, dürft ihr passieren. Mu ist Mu. Mu! Kühe wissen Bescheid. Du hast schöne Augen. Du musst Prinz Puh sein. Vor langer Zeit habe ich das Mu-Training absolviert. Ich will dir die nächste Ebene der Intelligenz zeigen. Ich muss dieses Level allerdings erst erreichen. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Wow, nicht übel. So, klettern wir mal hoch. Und dann kommen wir mal zum Training. Wir meditieren nämlich hier oben ein bisschen. Epische Sounds. Ah, Prinz Puh, ich bin ein Botschafter von eurem Mentor. Ich soll euch mitteilen, dass ihr eure Meditation sofort abbrechen müsst. Prinz Puh!
Ihr müsst mit mir zurückkommen, anstatt an so einem Ort zu verweilen. Euer Mentor will es so. Bitte steht auf, Prinz. Euer Hoheit, ihr müsst eure Prüfung beenden. Glaubt mir, ist die Wahrheit. Man könnte sich jetzt wegbewegen, aber dann hat man versagt. Also sie haben versucht, uns jetzt zu überlisten, dass wir unsere Meditation abbrechen, weil das ist ja unsere Prüfung irgendwie. Und jetzt geht's ab. Ein böser Geist, der uns ebenfalls ganz schön das Gehirn auseinander nimmt. Prinz Puh, ich bin der Geist eurer altehrwürdigen Vorfahren. Um diese Prüfung zu bestehen, werde ich eure Beine brechen. Du wirst sie nicht mehr benutzen können. Ist das akzeptabel? Man muss immer ja sagen. Na klar. Autsch, meine Beine. Nun gut, Prinz Puh. Ihr könnt nicht mehr laufen, da eure Beine gebrochen sind. Als nächstes reiße ich eure Arme aus. Ich werde eure Arme nehmen und sie an die Krähen verfüttern. Der Verlust eurer Arme, ist das akzeptabel? Ja, klar. Ah, Prinz Puh. Ohne Beine und Arme könnt ihr nur noch legen. Jetzt schneide ich euch die Ohren ab. Es stört euch nicht, nichts mehr zu hören, nicht wahr? Naja, ich sag mal so, die Ohren braucht man ja nicht zwingend. Die sind ja nur zur Verbesserung. Es geht um den Inhalt im Schädel. Da sind die Hörorgane, sagen wir es lieber so, oder? Ist das akzeptabel? Klar. Jetzt hört man natürlich auch nichts mehr, weil Puh hört nichts mehr. So sei es, Prinz Puh. Das können wir den eigentlich auch nicht mehr hören, ne? Keine Beine, keine Arme, keine Geräusche. Meine Worte schweben durch den Raum und ich frage dich, ist es in Ordnung, deine Augen zu nehmen? Möchtest du in ewiger Dunkelheit leben? Ich werde dir deine Sicht nehmen. Akzeptabel? Das ist ein Deal, ja. Und wir sehen nichts mehr. Nun gut, Prinz Puh. Jetzt kann ich nur noch direkt mit eurem Geist kommunizieren. Dein Verstand ist alles, was du noch besitzt. Als letztes werde ich dir auch deinen Verstand nehmen, obwohl du das wahrscheinlich nicht erlauben wirst, richtig? Ah, du kannst nicht antworten, du kannst dich nicht bewegen, du bist traurig, bist du einsam. Wenn du deinen Verstand verlierst, verlierst du auch das Gefühl von Trauer. Akzeptabel? Ich nehme euren Verstand, Prinz Puh. Wisst ihr, dass ich ihn gut verwahren werde. Oh, wie langweilig, wir leben noch. Prinz Puh, ihr habt eure Training abgeschlossen. Euer Mentor muss überglücklich sein. Bald oder schnell kehrt zum Palast zurück. Ja, Vertrauen ist das A und O hier. Wäre natürlich jetzt blöd gekommen, wenn das alles echt gewesen wäre. Aber egal. Das, so ist es halt. Das war unser unnormal krass schweres Training. Ja, komm, wir kuscheln gleich. Ich muss ganz kurz noch mit dem reden und dann schnappe ich mir drei Mädels aus dem Dorf und mach mit denen einen gemütlichen Blu-ray-Abend. Mentor! Ja, hey, Mentor, hör mal zu. Ich hab's geschafft. Schon ein paar Mal auf Ja gedrückt. Ich bin so stolz. Du hast dein Mu-Training beendet. Es gibt nichts mehr, was du aus der Heiligen Schrift lernen könntest. Prinz Puh, ich soll euch eine Botschaft aus der Ewigkeit überbringen. Die böse Entität, die das Böse kontrolliert, bereitet sich auf die größte Schlacht aller Zeiten vor. Die einzigen, die ihn aufhalten können, sind drei Jungen und ein Mädchen. Jemand namens Ness ist der Anführer dieses Quartetts. Einer dieser Jungen seid ihr, Prinz Puh. Jetzt, wo ihr eure Training beendet habt, müsst ihr Ness sofort finden. Für uns alle, für die Erde selbst. Ich bete für euren Erfolg. Phänomenal! Ganz viele Level-Ups für Puh. Aus dem Nichts. Schild Beta. Teleport Alpha. Und immer weiter. Teleport Beta. Und Teleport Beta wird einfach so benutzt. Ka-ching! Na! Das kommt mir doch bekannt vor! Mein Name ist Puh. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Ich bin ein Diener von Ness. Ich gehorche den Befehlen von Ness. Ness, mein Leben liegt in deinen Händen. Oh yeah, wir haben Puh. Puh, nochmal Glück gehabt. Was ein Witz. Puh schließt sich dir an. Mal ganz kurz was gucken, ob Ness und Co. Mein Chef ist noch paralysiert. Paula... Auf jeden Fall können wir noch mal ein bisschen was heilen, muss ich mal sagen. Heilung für Jeff. Puh geht's überragend für sein Level. Medizin. Ja, ihr habt mir auch geschrieben, erst Medizin Gamma kann Paralyse heilen. Deswegen muss Jeff halt einfach mal in die Röhre gucken.
So, Heilung bitte für dich. Tja. So, lass mich überlegen. Was waren die nächsten Schritte? Was waren die nächsten Schritte? Ich weiß es. Das Museum. Oh, Taxi. Wildgewordenes Taxi. Alle drauf. Einfach attackieren. Paralyse. Weinen. Oh, das hält nicht viel durch. Ist okay. X-Terminator-Spray. Was ist das denn? Von wem? Von Paula. Okay. Überrascht mich jetzt. Mal gucken, welchen Level Jeff jetzt überhaupt hat. Puh. Ich komme durcheinander. Level 18 ist nur. Okay. Warte. Ich wollte noch irgendwas tun. Was wollte ich tun? Ich hab's vergessen. Wir wollen auf jeden Fall ins Museum. Wir sollen uns ja jetzt diese Inschriften von den Pyramiden anschauen. Und da gehen wir jetzt zu viert einfach rein. Unser erster schöner Ausflug. In genau diesem Moment wird ein Teil der Scarabas-Kulturmuseums renoviert. Willst du trotzdem rein? $3 pro Person. Moment mal, Dollar? Ich hab nur Euro. Geschichtsunterricht live. Kannst ja auch nicht entscheiden mit der Währung, hä? So, dann gucken wir mal. Hier ist alles in Ordnung. Ja. Sakram Reisind des Dritten. Alles klar. Tutankhamens Sarg. Gut. Tutankhamens Stiftebox. Oh, geh doch mal weg. Ist ja ein dickes Kind in deinem Alter hier. Er sah unglaublich reich aus, aber sehr extravagant. Ich will doch... Mann, das ist doch ein Witz dabei. Jetzt geh weg. Und die Brotdose. Hat der Kerl kaputt gemacht. Er hat schon verraten, dass Poker hier war. Was Mr. Spoon gefunden hat, kann nur klein und unbedeutend sein. Ich muss keine Details darüber wissen. Nicht? Warum nicht? So. Dieser Raum wird renoviert, also kann ich dich nicht hineinlassen. Oh, das Samurai-Kind ist hier. Wird er mir das Juwel überreichen? Welches Juwel? Ja, von mir aus. Du bist so ein guter Schüler. Dein Verlangen nach Wissen beeindruckt mich. Komm rein. Und nur mit Puh dürfen wir also hier rein. Exzellent. Fühlst du dich, als ob du diese grandiose Epoche neu erlebst? Die Erfahrung ist mehr wert als ein kleiner Diamant. Vor kurzem kam ein reiches Kind mit dem Helikopter nach Samas. Er hat auch ein Foto von den Hieroglyphen gemacht. Er hat mir viel Geld dafür gegeben. Gegner, Gegner. Schattenmann. Ja, Schattenmann ist auch so ein kleines Mysterium. Dessen bin ich mir bewusst. Ach, puh, hat ja nichts ausgerüstet. Ich könnte wenigstens die Kack-Items geben, die wir da kaufen können. Oh, puh, es tut mir leid. Versuch ihn schnell zu erledigen. Ah, Mann. Puh ist weg. Müssen wir aber unbedingt wieder... Alter, was hält denn der durch? Smash, das muss doch gewesen sein. Schattenmann ist ein besonderer Gegner. Nachdem er das Spiel komplett durchgespielt hat, okay, der kriegt Lebensnudeln, das sind die anderen. Der kriegt die Lebensnudeln. Da haben wir noch was. Nachdem man das Spiel komplett durchgespielt hat, sind alle Gegner verschwunden. Bis auf diese beiden. Und trotzdem erledige ich ihn. Die wurden irgendwie vergessen und wenn man die dann gegen die verliert, dann, alter Chefboy. Bringt ja nichts, dass der Puh mit Dings angreift. Ja. Du machst das so und du kannst... Upsi. Ja, das ist so ein Mysterium, der wurde halt vergessen und das ist quasi ein Bug mit dem Schattenmann. Alter, Knut greift an. Paula, was zur Hölle? Also. Jetzt habe ich nicht gedacht, dass die so hart sind. So, danke. Vor allen Dingen Level-Up für Puh ist wichtig. Der hinkt ja hinterher. Also einiges. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Vielleicht können wir jetzt ja neue Items kaufen, weil wir jetzt zu viert sind quasi. Puh liest die Hieroglyphen.
Wir haben die Pyramidenfestung gebaut, um Eindringlinge abzuwehren. Unsere Mühen waren allerdings umsonst. Wir haben verloren. Doch trotz alledem wurde unsere Pyramide von den Göttern Skarabas geschützt. Die Eindringlinge kommen alle 1000 Jahre zurück und greifen erneut an. Sogar in diesem Moment verstecken sich die Eindringlinge hinter Zeit und Raum und bauen ihre dunkle Festung. Ein Ort von der Zeit vergessen und hinter der Dunkelheit. Ein Ort noch dunkler als die tiefste Dunkelheit. In der tiefsten Dunkelheit gibt es kein Licht. Nur wer das Falkenauge besitzt, kann die Finsternis durchbrechen. Die Sphinx wacht nun über alles und wartet auf die Ankunft eines wahren Helden. 4, 3, 2, 5. Tanze vor der Sphinx. Ness, gehen wir nach Skaraba. Die Pyramide ist der Schlüssel. Oh. Warte eine Sekunde. Hier ist ein Bild der Hieroglyphen nur für dich. Nimm es als Belohnung für deine Neugier an. Hieroglyphen. Jetzt nutze es meinen Vortrag über die Menschheitsgeschichte. Haha. Gut, damit können wir schon mal was anfangen jetzt. Glaube ich. Wir müssen aber erstmal zusehen, die alle. Dass Jeff, ausgerechnet Jeff, besiegt wurde, ist eigentlich gut. Weil er war ja paralysiert. Wenn wir ihn jetzt wieder Krankenhaus wiederbeleben, wo müssen wir dafür lang? Hospital, rechts. Ja, dann wollen wir dann bei dem Ehepaar gucken, dem wir geholfen haben mit dem Eheprobleme, mit dem magischen Kuchen. So. Was? Wen möchtest du besuchen? Ja, ist in Ordnung. So. Ja, so, das war's auch schon. Da wir auch keine Beschwerden haben, müssen wir uns eigentlich nur noch heilen. Oder wir gehen immer ins Hotel. Wir gehen besser ins Hotel. Das befindet sich natürlich, wie das Schicksal es so will, ganz links. Wenn jetzt irgendwas passiert. Nee, wir wollen ja ohnehin. Also komm, dann machen wir jetzt mal hier voll im Ernst. Nee, wenn jetzt hier wirklich wieder was kommen würde. Achso. Schuss auf Taxi und du Psi Eis auf Taxi. So. Ich will nicht, dass jetzt irgendwie jemand down geht, weil ich zum Hotel laufen will. Okay, das war's schon. Nee, nee, die kriegen wir schon kaputt. Die sind verhältnismäßig schwach. Die hat man schon in Vorzeit getroffen, die Schilder und Taxis. Bringen deswegen auch kaum EP. Trotzdem stürzt das Spiel ab. Ja, schön, ist einfach so. Cool, freut mich. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich werde dann alles nochmal machen, was wir eben gesehen haben. Und ins Hotel laufen, mich heilen und so. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Ich muss es jetzt nochmal spielen. Bis dann und ciao.